Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist wieder euer Ludovico von Spielenburg, zurück im Stardew Valley. Oh, die Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen, und ich bin hier, um euch ein neues speichelerzeugendes Rezept aus meinem geheimen Kochbuch beizubringen. Das Gericht dieser Woche ist... Stir Fry. Es ist die perfekte Variante, um ein paar gesunde, grüne Gemüsesachen auf eure Teller zu bekommen. Schneidet die grünen Gemüsesachen in... Ah nein. Bratet sie in etwas Sesamöl an und sorgt dafür, dass ihr ordentlich frischen Ingwer und Knoblauch beifügt. Jetzt atmet tief ein. Oh, das ist gut. Ich habe gelernt, wie man Stir-Fry zubereitet. Na, das ist ja ganz einmalig. Oh, unsere Kartoffeln sind fertig. 7 Kartoffeln. Das ist ganz wunderbar und die kommen jetzt in unsere Truhe. Das finde ich gut, das finde ich gut. So soll es sein. So, aber bevor wir hier irgendetwas anderes machen, möchte ich mir doch gerne anschauen, wie es mit der Community Center steht. Ob es dort neue Entwicklungen gibt, derer wir uns dort annehmen können. So. Schließlich können wir jetzt die Schriftrolle der mysteriösen Junimos lesen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir das können, werden wir es auch tun. Mal schauen, was dabei so rumkommt. So, Community Center, guten Morgen. Der Werkelraum. Belohnung Brückenreparatur. Exotisches Sammelbündel. Winter, Sommer, Herbst. Das Aufbaubündel und aha. Aha. Jetzt brauchen wir noch einen Lauch und einen Meerrettich und dann können wir das fertigstellen. Davon haben wir ja zum Glück welchen. Im Zweifel, wenn wir uns ein bisschen bemühen, finden wir sogar noch welchen. Das Leben und der Tag meinen es gut mit uns. Ist hier hinter irgendwas oder ist das nur eine Blume? Es ist nur eine Blume, wie sich herausstellt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist auch schon unser Lauch. Schnapp. Es ist ein silberner Lauch. Verdammt. Der ist eigentlich zu wertvoll, um ihn da jetzt reinzuwerfen, aber was sollen wir tun? Ist hier irgendetwas? Oder zumindest irgendetwas von Interesse? Offensichtlich nicht. Das ist allzu häufig so im Leben, aber davon lassen wir uns natürlich nicht entmutigen. Ich darf nicht vergessen, gleich doch noch zu gießen. Ich habe so das Gefühl, dass ich das heute noch vergesse. So, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall den Weg hinten bei Linus lang. Ah, ich sehe, wir sind bereits versorgt. Aber vielleicht finden wir auch noch einen Lauch, der nicht silbern ist. Dann tut es nicht so weh, ihn wegzuschmeißen. Also ich meine, es ist ja kein direktes Wegschmeißen. Weg mit dir, Baumschößlenk. So, dann können wir ja jetzt auch in einer sinnvollen Reihenfolge alles machen. Und beginnen damit... Ich muss diese ganze Farm dem Erdboden gleich machen, habe ich das Gefühl. Andauernd ist irgendwas im Weg. So. Wir pflanzen fröhlich. Unsere Kartoffeln sind fertig. Das ist schön. Wir könnten uns überlegen, neue zu kaufen. Ich werde darüber nachdenken. Aber zunächst gießen wir das, was wir schon haben.
So, jetzt wo das erledigt ist, können wir uns ein klein wenig mit dem Bestand hier, da haben wir jetzt von allen zwei, das finde ich gar nicht schlecht. Obwohl wir könnten eigentlich auch hier mal auf 5 erhöhen für eine Zukunft, in der wir das brauchen. Ihr kommt erstmal in die Truhe. Heute hat Louis Geburtstag. Ich erinnere mich. Louis bekommt eine Kartoffel. Frisch aus unserem Garten. Es ist nicht so, als hätten wir gerade viel bessere Geschenke. Louis! Freu dich! Was passiert denn jetzt? Hallo Lea! Mikrokommunikation. Ludovico, hallo! Oh, es ist so ein schöner Tag heute. Ich ernte gerade meine grünen Bohnen. Louis und Pirre waren hier auch vor ein paar Sekunden und haben nach ihren eigenen Ernten geschaut, nach ihren eigenen Pflanzen. Ist das nicht wundervoll, dass Pelican Town einen Community-Garten, einen Gemeinschaftsgarten hat, Ludovico? Dieser Community-Garten ist beeindruckend und toll. Ich liebe es, wie alle Sachen, die für das Essen bei den Veranstaltungen hier in Pelican Town und im Tal wachsen. Oder wir könnten natürlich auch sagen, es ist nett, dass jeder Platz hat, seine Pflanzen anzubauen. Aber ich brauche das nicht, denn meine Farm ist so groß, dass ich 30 Mal so viel anpflanzen kann. Warum sollten wir böse zu ihr sein? Ja, das ist wunderbar. Finde ich auch. Da war gar keine Bohne leer. Ich bin sehr dankbar für diesen Gemeinschaftsgarten. Ich habe nicht viel Platz, um mein eigenes Essen anzubauen. Aber dank dieses Stücks Land kann ich das trotzdem. Puh. Endlich bin ich fertig damit, meine grünen Bohnen abzubauen. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich mit denen heute Abend koche. Hier ist eine frisch gepflückte grüne Bohne. Die Erde hier in Stardew Valley ist reich an Nährstoffen. Pflanzen haben hier nie Probleme zu wachsen und ihre volle Blüte zu erreichen, wenn du dich nur um sie kümmerst. Naja, ich gehe dann mal nach Hause. Es war nett, mit dir zu reden, Ludovico. Danke, Lea. Jetzt sind wir hier. Ziemlich sicher da, wo Louis gerade nicht ist. Ah, da ist er, da ist er. Louis, Louis! Geburtstagskind! Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist wirklich nett von dir, ich liebe es! Er mag meine Kartoffel. Ah, ich spüre es. Du hast ein bisschen Zeit im alten Community Center verbracht. Es ist gut zu wissen, dass sich jetzt jemand um den Ort kümmert. Ja, nicht wahr? Und dieser jemand bin ich. Müll. Müll. Nein, heute nicht. Heute nicht, Alex. Ich gehe nicht zu dir. Ich rede nicht mit dir. Der örtliche Zauberer sucht nach einer frischen Joja Cola. Ja, meinethalben. Jetzt wirst du, wo wir Joja Cola herbekommen, spontan. So, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Wir bringen also unsere letzten beiden. Ach nee, oh, man muss die alle gleichzeitig machen, sonst sieht das furchtbar aus. Das Bündel ist fertig. Und wir bekommen 30 Frühlingssaatgut. Eine Ansammlung wilder Frühlingssamen. Perfekt. Davon haben wir original nichts. Davon haben wir was. Den haben wir sogar. Oh Gott, oh Gott. Ja, das wird wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres dauern. Oh, was passiert jetzt?
Aha. Oh, noch mehr? Oho. Wir schalten immer mehr Gegenstände frei. Das ist natürlich schön. Was haben wir hier jetzt? Ah, Frühlingserntung. Kartoffel, Pastinake, Bohne. Hier, Kauli. Blumenkohl. Oh Gott, 5 goldene Melonen, Kürbisse und Körner, also Mais. Was ist das? Käse, Käse, Honig, Jelly, Obst, Trüffelöl, ja klar, was man halt so hat. Mhm. Ja, sehr gut. Sommer, aha. Ja, Qualität und das ist das Artisan. Ja, da haben wir wenigstens schon mal irgendwas. Das heißt aber, wir sollten versuchen, möglichst viele goldene Pastinaken zu kriegen. Oh, Fische. Flussfische, Sandfisch, Catfisch. Oh, den Sandfisch haben wir doch sogar schon geangelt. Spezialfische. Ach Gottchen. Nachtfische. Seefische. Ozeanfische. Und der Crabpot. Die Krabbenreusen. Es kommt viel Arbeit auf uns zu, wie ich sehe. Ich denke, wir werden gleich erst einmal unsere neuen Samen anpflanzen. Wenn da noch Energie übrig ist, werden wir uns mit dem weiteren Gebäude auf unserer Farm rumschlagen. Und wenn wir jeden Tag nur einen Baum schaffen, es müssen sich Dinge ändern. Und ganz primär muss sich halt ändern, wie es auf unserer Farm aussieht. Dieser Wald, den wir hier haben, der gefällt mir einfach nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5. Derzeit ist das hier alles noch ein bisschen wild, aber dazu kommen. Das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass es noch teuer ist, sich Dinge zu leisten. So. Dann können wir das alte Kartoffelfeld nämlich eigentlich auch noch gleich einmal neu okkupieren. Da nämlich auch noch mehr wilde Samen anpflanzen. Dass wir hier gleich alle 30 verwenden. So, das sieht doch gleich schon ganz zauberhaft hier aus. Und wir können nochmal durchgießen. Ja toll, in Wahrheit haben wir jetzt den Fluss gegossen, anstatt unsere Gießkanne aufzufüllen. Die Brillanz ist ganz einmalig. Also, wir haben Bohnen, wir pflanzen auch Blumenkohl an, wir pflanzen alles gerade auch an, was wir für das Center brauchen. Das ist gut. Sehr schön. Ein kleines meditatives Eine kleine meditative Beschäftigung hier für heute. Also, weg mit den Bäumen. Sofern wir denn die Bäume treffen. Wenn das dann erledigt ist, dann können wir auch gehen. Es stellt sich mir gerade die Frage, kriegen wir mit einer kleinen Bombe die Bäume gefällt? Das wäre doch glatt mal ein Versuch wert. Was brauchen wir denn für eine Kirschbombe? 4 Kupfererz und einmal Kohle. Wir haben gar kein Kupfererz. Ja, okay, dafür müssten wir also endlich mal wieder in die Mine. Ich sehe dich. Ich sehe dich und ich mag dich nicht. Sei woanders. Ihr habt hier gerade nicht zu sein. Das ist unsere Farm. Wir wollen keine Bäume auf dieser Farm. Zumindest nicht in dem Teil, wo ich versuche, etwas anzupflanzen. Prinzipiell habe ich ja nichts gegen Bäume. So, wieder mal ein paar Bäume entfernt, ein bisschen Holz gesammelt. Da der Tag noch nicht ganz vorbei ist, können wir anfangen, hier das Gras wegzumachen. Denn das stört mich jedes Mal, wenn ich hier lang gehe. Immer dieses, man geht da so drauf zu und dann sieht man es, wie es hier aussieht. Und wie sieht es aus? Unschön sieht es aus.
Das ist die Wahrheit. Zumal das hier, finde ich, ein sehr schöner Ort ist, um später einen Stall hinzubauen, wenn man dann genug Material dafür hat. Kostet natürlich verdammt viel Geld, wie wir bereits gesehen haben. 4000 Gold sind wir noch weit von entfernt, das zu haben. Aber dennoch finde ich es vollkommen legitim, schon mal daran, an diese Zukunftsmöglichkeiten zu denken. Denn mit dem Blick nach vorne kann man viel schaffen. Das ist ja richtig weitläufig hier noch. Es hört ja gar nicht auf. So. So viel Mähen. Das mag ich. Ich mag dieses Abtragen des Grases. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Es gibt einem das Gefühl, etwas zu schaffen und gleichzeitig verbraucht man dabei keine Energie und das ist schön. So. Wenn wir das hier haben, dann können wir auch bald ins Bett. Dann sieht es schon mal nicht mehr ganz so wild aus. Es ist immer noch nicht schön. Mehr Platz, mehr weg, mehr Bums. Boah, ich habe mich festmanövriert. Wo kommen wir denn hier am Ende hin? Diese Farm ist ein einziger Irrgarten und riesig groß. Aber ich mag sie. Na, für einmal. Einmal Holz reicht es ja. Wichtig ist, dass man abends noch ins Bett kommt. So. Aha. Ich glaube, hier ist dieser Gang, der überhalb der Busstationen lang führt. Aber es wurde geschickt dafür gesorgt, dass wir nicht durchkommen, bis wir nicht ein wenig unsere Instrumente verbessert haben. Perfekt. So. Jedes kleine bisschen hilft im Kampf gegen die Unordnung. Alles in die Truhe und dann in die Kiche, ins Bettchen. Wo ist das Hundi eigentlich? Ich habe ganz vergessen, dem Hundi Wasser zu geben. Hundi. Trink schnell aus. Ja. Ah, da bist du ja, nicht wahr? Kurtike. Sehr gut, der Name meines Hundes war richtig. Ich habe immer Angst, ihn falsch zu nennen. Sehr gut, ein bisschen was durchs Sammeln bekommen. Es dürfte gerne mal wieder regnen, dann würde ich mir sehr viel Zeit sparen. Und? Es regnet nicht, die Sonne scheint, das Wetter ist gut, wir freuen uns alle. Naja, macht nichts. Dann müssen wir halt wieder gießen, beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und viel Spaß, euer Ludovico von Spielenburg.